HRZ. Ja, wir sind bei einer Reisemobilfirma, die so außergewöhnlich ist, dass wir gesagt haben, wir fahren mal nach Baden-Württemberg und zeigen mal das ganze Unternehmen. Ja, hier ist die Tanja. Da weiß ich gar nicht, was ist jetzt die Mutter und was ist die Tochter? Ja, ihr seht beide noch so jung aus. Ja, hallo Tanja. Ich bin die Mutter. Hallo. Du bist die Mutter? Ja. Genau. Ja, dann bist du die Tochter. Hi. Du bist ja Azubine. Genau. Ich mache jetzt meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Das Lehrjahr? Das zweite jetzt. Zweite Lehrjahr. Und ist hart? Ich finde es angenehm. Ich finde es angenehm, ja. Ist das schön, die jetzt im eigenen Betrieb zu haben, die Tochter? Selbstverständlich, es ist eine große Unterstützung für uns, ja. Genau. Sehr schön. Ja, ihr habt nicht ganz zufrieden. Ich muss sagen, ihr habt nicht so viele Frauen. Ihr habt 5 Frauen hier, stimmt das? Das stimmt, ja. Genau. Wir gehen am besten mal rein. Was ist dein Job? Ich habe gehört, Innenarchitektur ist so ein bisschen. Ja, das gehört mit dazu. Eine meiner Aufgaben. Ich bin hauptsächlich für Marketing und Finanzmanagement zuständig. Okay. Aber auch Innendesign. Ja. Ja, ihr setzt stark auf Mercedes-Benz. Ja, das ist nicht so ganz einfach, an die richtigen Fahrzeuge ranzukommen, oder? Richtig. Das ist eine. In der Tat ist das eine Nische. Also wir sind eigentlich sehr zufrieden, dass wir in der Nische sind. Und wir bauen kompakte, hochwertige Fahrzeuge. Ja, das Ganze ist hier, ich zeig's mal gerade, ihr habt hier alle stehen, da hinten stehen welche. Ihr seid unglaublich verkehrsgünstig gelegen. Das heißt, also man ist wirklich von der Autobahn in 2 Minuten. In der Tat, ja. Unten ist noch ein Lidl, das kam mir auch sehr entgegen. Ganz wichtig, ja. Ja, das ist schön hier. Ich habe gesehen, am Abend gestern, da waren sogar noch welche da, die haben noch kurz mit mir auch davor geparkt. Ja. Das heißt, der Service ist jetzt noch auf, der Service? Ja, genau. Aber ich meine jetzt grundsätzlich, das heißt, der Showroom ist ja zu, der Vorteil ist, wir können das dann nutzen. Wir dürfen leider gerade keine Kunden empfangen, aber der Service ist natürlich auf. Prima. So, erstmal euch beiden vielen, vielen Dank. Ich wollte nur zeigen, ein Familienunternehmen. Wir haben uns ja in Bern schon kennengelernt, ja. Genau, da habe ich dich ja... Vergnügen. Da habe ich dich überfallen, oder? Ja. Aber das war eine positive Überraschung. Ja, sehr schön. Am besten gehen wir mal rein, denn wir gucken uns heute mal die Fertigung an. Ihr habt das echt super da drin. Das heißt, ihr habt 9 Arbeitsplätze. Die werden alle handgebaut, die Fahrzeuge. Du kannst alles wählen, oder? Alles. Genau. Möbel, Muster, alles. Genau. Die Kunden stehen über 250 verschiedene Dekore zur Verfügung. Mehrere Polstermöglichkeiten, Bodenbelege, alles. Sehr cool. Sag mal, das Wohnmobilgeschäft, du bist ja wahrscheinlich von Kind auf da reingewachsen, oder? Ja, also viele Kunden kennen mich auch noch von klein auf, Kollegen auch. Also es ist wirklich lustig teilweise, wenn Kunden mich sehen und dann sehen, wow, Alter, ist die groß geworden. Und jetzt die große Katharina. Ja, das stimmt. Viele können gar nicht glauben, dass ich schon volljährig bin. Sehr schön. Vielen Dank erstmal. Komm, wir gehen mal rein. Das ist euer Showroom. Ihr beide seid ja mal entlassen. Vielen Dank erstmal für euch. Ich komme nochmal später zu euch. Keine Angst. Ihr werdet mich nicht los. Und ja, das sind so eure Bestseller. Casablanca unter anderem. Du hast mir gesagt, du hast hier einen stehen. Der hat sage und schreibe 5,99 Meter. Du hast also nochmal geschafft, genau unter 6 Meter zu kommen. Ja, also hier haben wir das Modell Casablanca. Das ist ein Fahrzeug mit Kabinenaufbau auf Mercedes-Benz Sprinter. Das Fahrzeug ist 5,99 Meter lang, 2,08 Meter breit. Und das Besondere an dem Fahrzeug ist, so wie es produziert wird, wiegt es Eigengewicht mit Allrad 2850 Kilogramm. Ich habe eine große Bitte, komm mal mit mir. Gerne. Mach mal die Tür zu, bitte. Beide. Beide mal zumachen, beide Türen. Die auch. Denn es war eines der meist abgerufenen Videos überhaupt auf YouTube, auf meinem Kanal im Bereich Allrad. Wenn du mal kurz zu mir kommst, sei mal so lieb. Gerne. Dass es mal komplett auf dem Bild drauf ist. Denn es ist so unvorstellbar kompakt, dass du damit sogar auf normale Parkplätze noch kommst. Das wurde extra so entworfen, dass wir unter 6 Meter bleiben. Ein Grund war Parken in der Stadt. Der zweite Grund, so Fahrzeuge werden sehr oft verschifft. Das sind Weltenbummler-Fahrzeuge. Und auf dem Schiff zählt die Größe ab 6 Meter doppelt bezahlen unter LKW. So sind wir unter 6 Meter lang. So, klär mich mal auf. Also grundsätzlich das System, wir gehen da gleich mal in die Fertigung rein. Ja, wir werden das Ganze mal zeigen. Das besteht aus einer selbsttragenden Kabine, korrekt? Richtig, das ist eine Kabine, die quasi auf das Fahrgestell draufgesetzt wird. Und somit haben wir optimale Isolierung und kompakte Abmessungen.
Ja, du magst Mercedes-Benz. Es ist nicht das breiteste Fahrzeug im Kastenwagenbereich, muss man sagen. Aber es ist ein unglaublich tolles Fahrzeug, weil du weltweit dafür Service kriegst und nicht nur in Europa. Also in der Tat, wir haben viele Weltenbummler. Und was bietet sich besser an als der Sprinter? Sie finden weltweit in jeder größeren Stadt Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge. Das heißt, für Weltenbummler ist die Sicherheit immer da, egal wo wir sind, in jeder größeren Stadt. Wenn wir es brauchen, haben wir Hilfe. So, ich zeige es nochmal gerade von hinten vorne, von der Seite. 2000, wie viel Kilogramm? 2850 Kilogramm. Ich fasse es nicht. Wie es hier steht. Wichtig sind ja auch die Achslasten. Ihr habt viel Wert darauf gelegt, auf der Hinterachse mehr Gewicht zu haben, natürlich wie auf der Vorderachse. Aber das muss alles genau stimmen. Ja, also wir haben hier die verstärkte Hinterachse mit zwei Blattfedern. Die kann 2250 Kilogramm tragen. Die Vorderachse ist auch die stärkere mit 1860 Kilogramm. Im Klartext. Es ist ein 3,5-Tonner, aber das Fahrzeug ist eigentlich von den Lasten her ein 4,1-Tonner. Das heißt, man hat genügend Reserven. So, ich zeige mal gerade hier vorne, sieht man sehr schön. Der ganze Aufbau ist komplett auf GFK. Das bedeutet, er ist unglaublich belastbar und super leicht. Also, wenn du mir mal gerade mal zeigst, das Material, was hier verbaut ist, ja, das ist wenn so leicht. Wenn du mitkommst, kann ich dir das zeigen. Das heißt, die Wände, die wir hier sehen, das ist eine spezielle Super-Leichtbauweise. Das ist eine Mischung aus Isolationsmaterial und Wabenmaterial. Super leicht, also wirklich super leicht und extrem stabil. Das heißt, hier zeigt ich vielleicht ein Beispiel, wenn ihr was Schweres habt. Die Kugel kennt jeder. Das heißt, ist eine Original, also es ist auch schwer, ich habe sie eben nachgehabt. Die ist wirklich schwer, das macht dem Material gar nichts. Nein, also das heißt, das Material oben ist eine Wabentechnik mit Luft dazwischen und das ist die Isolierung. Wenn man gerade mal ganz, ganz still hält, ich versuche das mal gerade einzufangen, also eine kleine Wabentechnik drauf, eine Isolierung drauf, unglaublich stabil. Ja, also das ist wirklich so, dass man sagen kann, man kann theoretisch nach 30 Jahren die Kabine vom Fahrgestell runternehmen und aufs nächste Fahrgestell drauf machen. Das kauft man einmal im Leben. So, und wenn ihr 4,1 Tonnen habt, da hast du mir gezeigt, das geht noch ein bisschen dicker. Also das ist klar, wenn jemand sagt, super Leichtbau geht nicht, es gibt natürlich super stabile, etwas stärkere. Und hier kann man mit dem LKW drüber fahren, da ist nochmal eine Stabilisationsschicht drunter gemacht. Auch relativ leicht, aber das würde ich eher als 4,1 Tonner empfehlen. Und dann ist das Fahrzeug ein bisschen breiter. Die 3,5 Tonnen Version ist das Material hier. Und so kann der Kunde selbst aussuchen. Wenn einer sagt, okay, ich nehme einen 4,1 Tonner, können wir das so bauen. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, die nebeneinander hältst, dass wir das mal genau sehen. Ganz nah nebeneinander mal, also ruhig genau so, dass man mal sieht, es ist ein bisschen dicker, ein bisschen stabiler, ja, wiegt aber auch ein bisschen mehr. Schwerer, das ist halt immer das Thema. Das ist halt schwerer, das heißt, hier schaffen wir die 3,5 Tonnen nicht mehr. Gott. Da muss man das Hightech-Spezialmaterial nehmen. So, jetzt haben ja viele ja gesagt, naja, das Gewicht, ist da der Fahrer mit drin? Nee. Nein, also das Eigengewicht sind 2,850, das ist ohne Fahrer, ohne Flüssigkeiten. Also das, was später im Fahrzeugschein drinsteht, hat ja, glaube ich, immer einen Fahrer mit dabei, 75 Kilo und irgendwie Tank und das so. Das sind wir bei circa 2 Tonnen, 2,9 was Tonnen. Wichtig ist, der Kunde hat 650 Kilogramm zur Verfügung. Das ist für zwei Personen Wasser, Diesel, normales Camping-Equipment ausreichend. So, wir werden das Fahrzeug mal morgen intensiver vorstellen. Ich halte nur mal ganz kurz mal die Kamera rein, dann gehen wir nämlich mal in die Fertigung und zeigen mal, wie das Ganze gebaut wird. Es ist ein Aufbau, wo viele Leute sagen, na ja, die aus so einem, ich sag mal, normalen Campingbereich kommen, das ist aber nüchtern. Aber das ist für Weltenbummler, ist das hier schon praktisch Luxushotel. Also das ist hier quasi so gemacht, dass wir vorne abgetrennt haben, dass man es abschließen kann zum Fahrerhaus. Man hat hier auch Wände wie zu Hause. Man kann sehr gut drin stehen, sehr gut drin schlafen, sehr gut drin duschen. Wir sind hier zwar kompakt, haben aber enorme Platzverhältnisse für diese Größe. Das ist so, das schauen wir uns morgen mal wirklich intensiv an. Du hast sogar ein System entwickelt, Kofferraum mit Euroboxen, also dass man das Ganze auch stapeln kann. Der Stauraum ist hier so gemacht, dass wir 2 Meter Länge haben, 80 cm breit und 1 Meter Höhe. Gedacht für 2 Fahrräder, 2 E-Bikes, auch ein Motorroller, was auch immer. Das heißt, hier haben wir unterm Bett einen Mordstauraum, gedacht für 2 Fahrräder. Ja, sogar mit Durchreiche, das ist da. Und hier sieht man auch, ich zeige mal gerade so ein kleines Detail.
hier vorne so dieses Band, was drin ist. Mit Durchlademöglichkeit. Warte. Also eine Durchlademöglichkeit. Viele Kunden haben auch einen Hund. Dann ist das ein optimaler Platz für den Hund. Der kann dann rein und raus. Linoleum? Bei uns serienmäßig alle Böden Linoleum. Das ist krass, das riecht wie in der Schule. Das ist klar. Das ist, kennt man aus Schulen, Turnhallen, Krankenhäusern. Nicht kaputt zu kriegen. Das sollte eigentlich 30, 35 Jahre halten. Ich zeig mal gerade die Bänder hier. Guck dir das mal an. Die sind durchgehend. Edelstahl, was ist das? Das sind Klavierbänder, sage ich jetzt mal. Damit es stabil ist, auch nicht wackelt. Das sind hier Alu-Rahmen. Die Alu-Rahmen sind in die Wand mit eingearbeitet. Das heißt, wir haben hier leichtes Gewicht, aber maximale Stabilität. Das ist die leichteste, aber auch steifste Kabine auf dem Markt. Sag mal, wenn jemand, ich hab das letzte Mal so eine Spezialbeschichtung gesehen, wo du irgendwie am Baum vorbeifahren kannst, da geht der Baum kaputt. Habt ihr sowas mal verbaut? Also in der Tat, das ist hier gewebige FK-Struktur, sage ich jetzt mal. Also ohne mit dem Spitzhammer oder ohne Vorsatz kriegt man das Ding eigentlich nicht kaputt. Okay, das heißt, ihr lackiert das Ganze dann noch? Also in der Tat, wir haben ja über 100 Farben zur Auswahl beim Mercedes Sprinter. Und der Kunde kann nachher die Farbe aus über 100 Farben aussuchen. So, wir gehen am besten mal rein in die Fertigung. Wir haben extra gewartet, bis alle weg sind oder nahezu alle weg sind. Denn in heutigen Zeiten ist Vereinzelung das große Thema. Wir haben gewartet, bis die meisten Mitarbeiter weg sind. Wir haben sonst hier ohne Maske. So, sehr schön. Hier ist die Montage der Fahrzeuge. Warte mal kurz, die Leute hören dich nicht. Du musst einfach jetzt. Hier ist die Montage, das heißt, hier werden die Fahrzeuge montiert. Wir bauen Kastenwagen und Kabinen nach Kundenwunsch. Das sind jetzt hier Kastenwagen mit Hochdächer. Hier können wir sehen, wie das Fahrzeug als Cabrio aussieht, bevor das Dach drauf kommt. Das ist ein Hochdach jetzt später? Das wird später so aussehen wie hier. Das heißt, alle Fahrzeuge mit so einem Hochdach, wie links und rechts, sehen am Anfang so aus. Wir schneiden das Dach auf. Und dann setzen wir das Schlafzimmer quasi oben drüber auf. So, ich habe eine blöde Frage eben gestellt, weil in vielen Selbstausbauer-Videos gehen die hin und machen zum Beispiel diese Räume hier überall mit Dämmmaterial zu. Dann hast du gesagt, naja, macht ihr das nicht, habt ihr keine Lust zu, ist das zu viel Arbeit? Da hast du nur gelacht und hast gesagt, nee, das machen wir extra. Nein, also es ist in der Tat so, der beste Isolator ist Luft. Wir haben seitlich und am Himmel 7 cm hinter der Verkleidung Isolierung, 2 cm PE-Schaum, das sind die geklebten Matten, die man hier sieht, die saugen die Feuchtigkeit vom nackten Metall weg. Die Isolation übernimmt die geschlossene Luftschicht. Wir haben 5 cm Luftschicht. Das ist wie Sicherheitsglas, wie Doppelglas. Und der beste Isolator ist Luft und auch noch wiegt nichts. Ja, du bist mittlerweile auch zufrieden mit der Lackierung vom Sprinter, also mit der Vorlackierung? Der Sprinter und auch der VW Crafter machen ja beides. Ist ja nicht so wie vor 20 Jahren. Dass die Rostnasen? Nein, beide Fahrzeuge sind seit circa 9 Jahren verzinkt. Das war früher nicht der Fall. Genau, ich habe nämlich welche gesehen, 8er 2008, 9er, hinten Rost an den Griffen. Also in der Tat war das früher bei den Fahrzeugen immer ein Thema, dass man gesagt hat, da wo man halt was hinmacht, aber heute sind die Fahrzeuge verzinkt. So, das ist Stahl? Das ist hier Vierkantrohrrahmen, sehr, sehr stabil, aber das Thema Gewicht ist immer hier das Thema, das heißt, kann man mit einem Finger hochheben, da können 8 Leute drauf rumlaufen, weil es innen drin hohl ist. Stahl? Ja. Stahl. Also das heißt, da macht ihr keine Kompromisse, muss Stahl sein? Das ist bei dem Fahrzeug der Doppelboden, wo der Stauraum nachher hinten ist. Da kommt auch die Technik rein. Wie gesagt, die leichte Sandwichplatte ist unten. Ich zeig das mal gerade hier. Die Sandwichplatte. Sandwich? Alle Kastenwagen haben diese Sandwichplatte als Isolierung. Das isoliert und das hält auch den Krach von unten auf, von der Straße. Ja. Und alle Fahrzeuge mit Hochdach haben so einen Rahmen, damit man drauflaufen kann nachher. Also nochmal, das sind Allrad- Expeditionsfahrzeuge, aber nicht nur Schlechtwegefahrzeuge, sondern du baust sowohl Expeditionsfahrzeuge als auch Schlechtwegefahrzeuge? Also wir bauen alle Mercedes, also ob Kastenwagen oder Kabine. Wir haben uns mit der Zeit auf Allrad, hat sich so ergeben, weil wir ein bisschen anderen Möbelbau haben. Wir haben aktuell über 80% Allradfahrzeuge. Das ist so. Und damit komme ich nahezu überall durch Sperren, ab Werk, die Sperren? Wir reden hier von dem zuschaltbaren Allrad mit Untersetzung. Lieferant ist ja die Firma Obereigner. Das ist ein optimaler Allrad, um weltweit durchzukommen und trotzdem noch unter 3,5 Tonnen bleiben zu können. So, ich guck mal gerade hier rein. Ihr
habt eine eigene Schreinerei, muss man dazu sagen. Bei euch wird fast alles oder alles wird verleimt. Also alles wird bei uns produziert. Was du hier siehst, ist quasi der Fensterrahmen für das Seitenfenster. Weil wenn man im Gelände fährt, wenn es Vibrationen gibt, Stahl und Kunststoff geben nicht nach, das Fenster reißt. Dieser simple Holzrahmen nimmt die Schwingungen auf, die das Fahrzeug produziert, weil Holz ein bisschen nachgibt als Material. Und so bleiben jahrelang die Fenster dicht und leise. Ja, man sieht doch hier oben der Aufwand. Klar, an jeder Schnittkante könnte ja der Rost kommen. Das habt ihr aufwendig dann nochmal bearbeitet. Mit Grundierfarbe abgetuft. Es kommt nachher ein Trägermaterial drauf, also Vierkantrohrrahmen. Und so haben wir nachher, so sieht es nachher fertig aus. Gigantisch. Ja, das ist... beeindruckend. Oben das Dach ist aus GFK? Das Dach ist Sandwich, das heißt, es sind 3 cm. Ich kann nachher Querschnitt zeigen. Ja. GFK-Schicht, 2 cm PE-Schaum und dann nochmal 1 cm Schaumstoff innen, um die Feuchtigkeit aufzunehmen. Genau, ich mache immer so Filme über Kabel. Kabel sagt ja bis minus 50 Grad, bis plus 50 Grad. Ist bei dir auch so? Das heißt, die sind extrem winterfest? Ja, also wir haben hier bei den Fahrzeugen zum Beispiel serienmäßig eine 6 kW Dieselheizung drin beim Modell Sahara. Und eine 6 kW Heizung für so ein kompaktes Fahrzeug ist also schon ordentlich, muss man sagen. Ja gut, der Vorteil ist natürlich, du machst wahrscheinlich auch das warme Wasser damit, oder? Ja, also wir sind hier im 3,5-Tonnen-Segment. Es ist die Truma Kombi D-Heizung, die berühmte Dieselheizung. Und es ist für so einen Zweck optimal. Das heißt, man kann wunderbar damit warm Wasser machen. Ist die auch zuverlässig? Weil ich sag mal, die Weltenbummler haben ja oft 2 Heizungen drin, meistens aus Russland, irgendwelche Diesel-Luftheizungen. Also in der Tat, der Grund ist eigentlich, dass man, wenn man Europa verlässt, keine Propangasflaschen mehr bekommt. Das heißt, die Gasversorgung ist das Thema. Deswegen haben sehr viele eine zusätzliche Dieselheizung. Die haben wir aber serienmäßig drin. Okay, also wenn da was passiert. Wichtig ist ja auch, bei einer extrem guten Isolierung braucht man wenig Kraftstoff, weil der Innenraum ja natürlich ruckzuck warm ist oder kalt. Also wenn das Fahrzeug gut isoliert ist, muss die Heizung nicht so viel arbeiten und in der Tat spart man damit Strom und auch Kraftstoff. Ach, das ist ein Volkswagen? Das ist jetzt ein VW-Kraft. Wir machen ja Mercedes und VW, ja. Genau. Du bist sehr zufrieden mit Volkswagen? Mit dem neuen Crafter? Hier kann man sehen. Ja, der neue Crafter ist ja ein sehr modernes Fahrzeug. Hat im Unterschied zum Mercedes ein anderes Allradsystem. Aber sonst, wir sind auch die Einzigen, die ein eigenes Dach für den VW Crafter haben. Und haben mehrere Modelle, 2 Familienfahrzeuge und auch ein 2-Personen-Fahrzeug auf dem VW Crafter mit Hochdach. Ihr macht das Ganze schon wie lange jetzt? 49 Jahre. 49 Jahre. Und du hast Fahrzeuge, die schon so alt sind, die immer noch fahren? Also die Fahrzeuge sind eigentlich für 25 bis 30 Jahre ausgelegt. Ich habe draußen noch ein Auto, das ist, glaube ich, 33 Jahre alt. Das schauen wir uns gleich mal an. Gerne. Ja, vielleicht im Anschluss. Ich liebe das ja, oder weißt du was, da machen wir ein extra Video drüber. Das einfach mal zeigen. Das habe ich gemacht bei Vario Mobil. Da haben wir einen 20 Jahre alten Bus gezeigt. Der hat den Besitzer gewechselt. Und der war innen, bis auf natürlich das Design, ja, der sah aus wie neu. Ich habe hier ein Kundenfahrzeug aus Ludwigsburg, der ist vor 2 Jahren noch damit in Marokko gewesen und der ist immer damit nach Afrika gefahren. Und das Thema ist halt, die Autos haben nicht mal die aktuelle Euronorm, das heißt, er kann den vor der Haustür nicht parken und deswegen lässt er den bei uns stehen. Und also man darf die mit der Euronorm nicht mal parken? Also in der Stadt nicht. Also wenn Abgas, wenn die Abgas. Ach so, der ist so Stuttgart oder der so. Der hat nicht mal Euronorm 1, wohnt in Ludwigsburg. Null. Ja, und H-Kennzeichen geht nicht bei dem. Der überlegt noch, sage ich jetzt mal, er weiß nicht, was er machen will. Das Auto fährt noch weiter. Leider. Es ist auch so, nein, nicht leider. Es ist auch so, dass das Fahrzeug der heutigen Geschwindigkeiten und Technik nicht mehr widerspricht. Aber das fährt mit Sicherheit noch mal 20 Jahre. Das ist auch ein Allrad? Das ist jetzt ein Allradfahrzeug, ein Sonderausbau. Wir haben parallel zu unseren 22 Serienmodellen, bauen wir auch individuell. Das, was du hier siehst, ist auch was Besonderes. Das ist ein Allradfahrzeug für einen Rollstuhlfahrer. Das heißt, hier, das ist ein Reha-Camper. Der Besitzer ist Rollstuhlfahrer, baut das Fahrzeug nach seinen Vorstellungen. Hier kommt er mit dem Lift rein und wenn du aufs Lenkrad schaust, das Fahrzeug wird mit den Händen gefahren. Okay, das heißt also, das hier ist ein Spezialumbau, damit es barrierefrei wird für jemanden, der keine Beine mehr benutzen kann. Genau, das heißt, der Fahrer sitzt im Rollstuhl, das ist ein Ehepaar, wo der Fahrer im Rollstuhl sitzt, fährt das Auto mit den Händen. Hier kann man das gut sehen. Das Auto wird mit den Händen gefahren, nicht mit den Füßen. Unglaublich. Und der Fahrer fährt damit um die Welt
Und das ist die Technik für den Lift, der hier reinkommt. Ah, ich sehe, er bremst im Prinzip mit der linken Hand und gibt Gas mit der rechten. Ja, das heißt, das ist der Hebel links. Das ist quasi ein Fahrzeug, was man komplett mit den Händen fährt. Ist ja praktisch, sowas bräuchte ich auch mal. Da bietet sich der Mercedes-Benz, muss man auch sagen, der springt da optimal an, weil die Schaltung für die Automatik ist direkt am Lenkrad. Das ist die Automatikschaltung. Warte mal, ich zeig's mal hier, da. Ja. Hier schaltet man ja hoch und runter und das ist optimal für jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe ja unglaublich viele Videos gemacht über Fahrzeuge für Behinderte. Wenn man das gut macht, hat man auch ein riesen Publikum. Denn ich sag mal, bis auf das er vielleicht die Beine nicht benutzen kann, er will ja auch campen, er will ja auch raus und die Leute finden dann bei dir eine Lösung. Also da wir ja individuell bauen, behindertengerecht heißt immer individuell, weil es gibt nicht den Rollstuhlfahrer. Jeder Rollstuhlfahrer hat andere Anforderungen an uns, jeder Rollstuhlfahrer hat andere, Fertigkeiten. Deswegen kommt der Kunde zu uns und sagt, ich hätte gern das Auto so und so. Dieser Kunde hat zum Beispiel, hier kann man schön sehen, der kriegt nachher hier eine Aluschiene, damit er den Rollstuhl hier während der Fahrt befestigen kann. Hier kann er noch eine dritte Person mitnehmen, da kommt noch ein dritter Sitz hin. Und hier hinten kriegt er ein elektrisch verstellbares Bett, was hoch und runter fährt. Das heißt, der Kunde kriegt hier ein Bett, was hoch und runter fährt. Hier kommt die Toilette hin. Okay. Das heißt, wenn er auf die Toilette muss, wird per Knopfdruck das Bett hochgefahren. Und am Tag wird das Bett runtergelassen, hat er hier hinten sein Bett. Genial, oder? Wir haben ja auch ein Motto, wenn es technisch möglich ist und der TÜV es erlaubt, können wir es auch bauen. Ja, wir sind bei 4,1 Tonnen diesmal. In der Tat, 3,5 Tonnen haben hier nicht gereicht. Der Grund ist, der Allrad und der schwere Lift waren bis 3,5 Tonnen nicht mehr machbar. Gott, da seid ihr auch so ehrlich, denn ihr verkauft ja keine Fahrzeuge, die man in der Praxis dann gar nicht nutzen kann. So, das natürlich in einigen Ländern, da sind wir ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendwie fährst nach Afrika, da, ich glaube, kümmert man sich nicht drum, ob der jetzt 3,5 Tonnen oder irgendwie 3,8 Tonnen hat. Also in der Tat, wenn man Europa verlässt, ist die 3,5 Tonnen Problematik kein Thema mehr. Aber in fast allen europäischen Ländern versuchen viele unter 3,5 Tonnen zu bleiben. Aber wie hier, wenn der Kunde jetzt kein Allrad bestellt hätte, wären wir unter 3,5 Tonnen, aber der Allrad wiegt ja ca. 170 Kilogramm und der Lift alleine wiegt 220 Kilo und deswegen waren 3,5 Tonnen hier nicht mehr möglich. Hier ein paar schöne Details, hier sieht man mal die Fahrzeugbatterie, nehme ich an. Nein, das ist hier der Lichtmaschinenbooster, den wir haben. Hier unten drunter, guck mal. Achso, das ist die Sprinterbatterie, stimmt, ja. Okay. Da vorne unterm rechten Fuß vom Fahrer ist die Mercedes-Batterie. Unterm Fahrersitz sitzt das Ladegerät mit dem Booster. Ja. Und unterm Beifahrersitz sitzen die zwei Batterien. Das sind die zwei AGMs drin. Das sind hier drunter. Du liebst AGMs, kriegt man überall, sind günstig, unkaputtbar. Es geht auch um Weltenbummler-Fahrzeuge. Du hast auch Lithium. Also wir bieten optional auch Lithium-Batterien. Wir haben beim Sahara zum Beispiel auch Lithium serienmäßig drin, um Gewicht zu sparen. Wenn einer einen 4,1 Tonner nimmt, dann nimmt er normalerweise die Gelbatterien. Wenn jemand sagt, ich möchte 30 Kilogramm sparen, nimmt er statt den zwei Gelbatterien zwei Lithiumbatterien, hat er 30 Kilo gespart. 30 Kilo, das ist eine Welt. Zwei also, Batterien machen 30 Kilo aus. Das macht bei der Zuladung dann zwischen 5% und 10%. Also wir haben viele 3,5 Tonnen Fahrzeuge. Der Kunde will zum Beispiel, keine Ahnung, eine Markise dran machen, die wiegt 37 Kilo. Und da sagt man, okay, wie tue ich das Gewicht neutralisieren? Dann nimmt man halt eine 2-Lithium-Batterie und dann hat man 30 Kilo neutralisiert. So, hier sieht man auch schön nochmal den Ausbau. Hier ist bereits schon gedämmt. Also die Isolierung, die Kollegen haben hier schon die Seiten mit Kunstleder verkleidet. Warte, ich zeig's mal. Wo? Hier mit Kunstleder verkleidet. Das ist das, was der Kunde nachher anfasst. Ab hier stehen nachher die Möbel drin. Das heißt, hier kommen nachher die Dachschränke rein und hier unten wird es verkleidet. Das tun wir alles verkleiden. Und hier oben kann man nochmal die Isolierung sehen. Warte, mach mal. Die Isolierung. Ja. Auch die Dachluken haben bei uns Holzrahmen um die Vibration, weil der Kunde hat ein Allradfahrzeug. Da wird, was weiß ich, 30.000 Kilometer zum Beispiel durch Afrika fahren. Das Fahrzeug steht permanent unter Vibration. Mhm. Und damit die Fenster dicht bleiben und auch leise, haben wir den Holzrahmen überall drin. Seitlich größer, oben kleiner, weil dieser Holzrahmen, wie gesagt, die Schwingungen aufnimmt. So, ihr macht ja nichts anderes wie das. Das heißt, man kann ja schon behaupten, ihr seid Spezialist für den Ausbau, für den individuellen Ausbau von solchen Fahrzeugen auf Leichtbauweise. Kann man schon, oder? Also in der Tat, wir sind auf den Mercedes-Benz Sprinter spezialisiert und wir verkaufen 95% unter 3,5 Tonnen.
Und deswegen haben wir viele Leichtbaugeschichten. Ja, viele Schweizer Kunden. Du warst in Bern auf der Messe. Da gibt's ein ganz besonderes Gesetz. Also nicht nur in der Schweiz. Also wir haben viele Schweizer, viele Kunden aus Österreich. Der Grund ist, in der Schweiz und in Österreich war schon immer der Pkw-Führerschein ein 3,5-Tonner. In Deutschland ist es so, jeder, der ein bisschen graue Haare hat, so wie ich, hat damals den Pkw-Führerschein gemacht und automatisch 7,5 Tonnen gekriegt. Das heißt, ich habe damals den berühmten grauen Dreier-Führerschein gehabt und der gilt bis 7,5 Tonnen. Wenn du mir mal sagst, wie alt du bist, weil ich habe einen rosa. Ich bin 53. Ich bin 51. Das heißt, da war es gerade. Du hast auch den Dreier-Führerschein. Ich habe auch den, ja. Stimmt, den hätte fast noch meine Tochter bekommen. Die war bloß 2 Jahre irgendwie. Meine Tochter hat letztes Jahr den Führerschein gemacht. Die haben jetzt sogar nur 2,8 bekommen. Was? Ja, das heißt, das hat sich jetzt geändert, die Führerscheinklasse. Wenn man jetzt den Führerschein macht, kriegt man erst 2,8 Tonnen. Ja. Und erst, glaube ich, nach 2 Jahren kriegt man den 3,5. Automatisch? Machen. Nochmal Erweiterung des Führerscheins auf 3,5. Die haben einen Knall. Was soll denn das? Da musst du mich nicht fragen, so sind die Regeln. Das heißt also, dass die Leute, die so schwere Fahrzeuge fahren, wirklich dann nochmal eine Extra-Qualifikation kriegen, weil das ist ja schon so, wenn ich nicht damit umgehen kann. Meine Frau hat zum Beispiel auch einen 7,5-Tonner, die hat unseren Großen noch nie gefahren, hat gesagt, da treiben mich keine 10 Pferde rein. Selbst wenn du es mir zeigst, ich fahre es nicht, ich traue mir das nicht zu. Sie dürfte es aber. Ja, aber mit ein Grund, warum viele auch 3,5-Tonnen Fahrzeuge möchten, sind, die möchten das Fahrzeug auch mal an die Kinder verleihen. Mhm. Und die Kinder haben in der Regel nur 3,5 Tonnen. Und deswegen kann man nicht sagen, ich kaufe jetzt für mich, ich habe den 7,5 Tonnen Führerschein und die Kinder haben den nicht. Also in der Tat, viele wollen das Fahrzeug auch an die Kinder mal verleihen. Und deswegen ist das Thema 3,5 Tonnen bei uns ganz groß geschrieben. Ja, ist auch natürlich auch ein mega Argument für den Wiederverkauf später mal. Also klar, wer so ein Fahrzeug hergibt, ist oft, habe ich leider jetzt ab und zu mal gefilmt, Leute mussten ihn hergeben, weil sie ihn nicht mehr fahren konnten. Das, ja, nee, weil sie also quasi nicht mehr in der Lage waren, gesundheitlich den zu fahren, haben das Auto schweren Herzens abgegeben. Ist das schon mal passiert bei dir? Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Der älteste Kunde ist gerade 93 Jahre alt, aber der fährt noch toi toi toi. Und wenn ein Kunde von uns mal sagt, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, knapp 90 oder so, möchte nicht mehr fahren, weil ich nicht mehr so gut sehen kann und so weiter, der ruft bei uns an und wir verkaufen das Fahrzeug für ihn. Ich habe momentan kein gebrauchtes Fahrzeug. Sobald ein Kunde sagt, da ist irgendwas, dann kümmern wir auch drum. Sehr schön. Der ist fast fertig? Der sollte in der Woche fertig werden. Das ist jetzt hier auch, das ist jetzt so ein Klassiker bei uns. Der Kunde guckt sich ein Fahrzeug an aus der Serie und sagt, okay, das ist nicht schlecht, aber ich hätte gerne noch ein paar Änderungen. Das ist jetzt hier auch ein Fahrzeug, wo man sagt, ein Querschläfer hinten. Hier kann man vielleicht schön sehen den Unterschied zwischen Mercedes und VW Allrad. Das ist jetzt ein VW Crafter mit Allrad. Warte, ich zeig's mal von vorne, dann sieht man es ein bisschen besser. So, ich habe mal ein bisschen tiefer. Das heißt, das ist jetzt ein VW Crafter mit Allrad. Das ist ein sehr guter Straßenallrad, aber eher, wenn man ehrlich ist, eher weniger geeignet, um schlecht Fähige zu fahren, sage ich jetzt mal. Ein schlechtfähiges Fahrzeug? Würde ich nicht sagen. Also optimal, im Leben hat alles Vor- und Nachteile. Der VW Crafter ist ein sehr modernes Fahrzeug, hat ein sehr gutes Allradsystem für die Straße. Der Mercedes-Benz hat ein sehr gutes Allradsystem fürs Gelände. So muss jeder für sich entscheiden. Wenn jemand sagt, ich fahre viel auf der Straße, auch im Winter. Preis ist ähnlich? Der VW Crafter relativ gleich eigentlich, relativ ähnlich. Weil der Crafter ist natürlich so der Mercedes-Stern, das flasht die Leute schon ein bisschen, oder? Es haben beide ihre Zielgruppen, muss man sagen. So, jetzt kann ich hier drin nicht mehr stehen. Das heißt, der VW Crafter mit Allrad ist 10 cm erhöht hier innen drin. Das Deine heißt, Größe nochmal? 1,93 Meter. 1,93 Meter. Das heißt, wenn du reinkommst, dann muss ich bücken. Wenn ich reinkomme, ich passe hier nicht mehr rein. Das heißt, ich habe hier quasi, muss ich so schräg stehen. Da stelle ich mir nicht so an, sage ich immer. Das heißt also, man steht ja nicht hier und spielt hier Tennis drin, sondern ich sag mal, klar, für große Leute hast du vielleicht ein anderes Fahrzeug. Nee, also da gibt es eine ganz gute Ausrede. Ich sage das meiner Frau immer, Schatz, ich kann hier nur sitzen oder liegen, in der Küche kann ich nicht stehen. Der hat hier einen fetten Wechselrichter drin, oder ist es keiner? Doch, das ist ein, glaube ich, 1700 Watt Wechselrichter. Ich glaube, der kriegt noch irgendwie eine Mikrowelle, weiß nicht. Also das ist jetzt hier auch ein Sonderausbau nach Kundenwunsch mit Änderungen nach Wunsch. So, hat die Automatik mit drin. Das ist jetzt ein Allradfahrzeug mit Automatik. So, hier vorne ein kleiner Fernseher drin. Das ist auch... Der hat das Querbett hinten drin. Ja, zeig mal. Ah, das ist noch nicht drin, gell?
Das wird noch reingemacht, der ist noch nicht ganz fertig. Hinten eine Dachluke mit Ventilator drin. Und der hat zum Beispiel jetzt ringsherum Dachschränke, weil dieser Kunde ist jetzt nicht 1,95 Meter groß, sondern er sagt, okay, mach mir hier Dachschränke, dann wird das so gemacht, wie es der Kunde haben will. So, und hier vorne sieht man auch noch die Zeichnungen dran, die werden dann natürlich weggemacht. Das ist genial. Das ist alles Handarbeit, alles Schreinarbeit. Das wird hier alles im Haus produziert, in Handarbeit. Das heißt, der Kunde kommt und sagt, keine Ahnung, mach mir das Bett höher, niedriger, die Küche breiter, tiefer, wie auch immer. Wie gesagt, wenn es möglich ist, können wir es auch machen. Das ist hier so eine Abdeckung. Votronic. So, er hat hier ein Cerankochfeld. Küche. Ist das Diesel? Das ist Elektro. Und das heißt, er hat ein fettes Lithium-Paket. Ja, also hat große Batterien drin, kann man hinten nochmal schauen und einen Wechselrichter. Also das hier ist jetzt relativ kommerziell für deine Fahrzeuge, muss ich sagen. Fernseher drin, also Kochfeld mit drin. Die Kundengruppen haben sich ja auch ein bisschen geändert. War es am Anfang, war es so der Weltenbummler, ich sag mal, der in die Wüste fährt, aber heute entdecken ja immer mehr Leute die Handarbeit von dir, also die Produktionsqualität. Und du hast auch schon ab und zu mal welche auf dem Campingplatz stehen oder nie? Also eigentlich ganz, ganz selten, wenn einer zum Kompakt geht und gerade Mercedes zum Beispiel kauft, dieser Schirmer, der um die Welt reist. Also unsere Fahrzeuge sind auch von der Technik mit 3 Batterien, Lichtmaschine, Booster so ausgelegt, dass man eigentlich autark ist. Die stehen. Ach so, die können gar nicht auf dem Campingplatz fahren. Doch, die gehen kaputt oder? Nee, die möchten nur nicht. Das heißt, wenn jemand ein kompaktes Fahrzeug fährt, möchte er weniger auf Campingplätze, sondern dahin, wo die auf dem Campingplatz stehen, gar nicht hinkommen. Es würde aber technisch gehen. Das heißt, wenn ich damit fahre, die würden mich reinlassen beim Campingplatz? Selbstverständlich, mit Handkuss sogar. Mit Handkuss. Also hier sieht man zum Beispiel den Sondermunch mit 3 Lithium-Batterien. Das sieht aus nach 600 Amperestunden. Das sind, glaube ich, auch 600, ja. Ja, ich habe 600 im Großen. Und der hat auch 600. Das heißt, der hat keinen Stress. Oben drauf am Dach habt ihr 4 Solarpanels? Bei dem müsste ich sehen. Wir können es mal drauf schauen. Aber jetzt den Auftrag nicht auswendig. Das, was der Kunde hat, ich sehe gerade eine Satellitenanlage. Eine Sat-Anlage. Wir können nachher mal von oben auf andere Fahrzeuge schauen, kann man es von oben sehen. Sag mal, das hier ist ja schon der Antichrist, was du hier gebaut hast. Also, Sat-Anlage, Fernseher, Cerankochfeld. Es gibt natürlich Kunden, die sagen, ich fahre um die Welt, ich will keinen Fernseher haben, keine Satellitenanlage. Wie soll ich sagen, ich bin in der Natur. Es gibt aber andere Kunden, die sagen, okay, ich möchte auf dem Campingplatz, ich möchte Satellitenanlage, Fernseher haben. Wir machen das wie nach Wunsch. Der eine hat halt keinen Fernseher, keine Sat-Anlage, andere haben WLAN-Anschlüsse und können das Licht mit der Stimme an- und ausmachen. So, hier ist eine Trommelkombi D, dann... Genau, das ist der Kamin von der Dieselheizung. Dann die Kassettentoilette. Auch da hast du ganz viele Optionen, unter anderem, ich sag mal, eine Trockentoilette, eine Trenntoilette. Also in der Tat, im Kastenwagen gibt es eine, die gut reinpasst. Das ist die Airheat-Kassette. Das ist jetzt hier die serienmäßige Tedford. Mit dem knapp 20 Liter Kassette unten drunter, da hat man schön Platz und einen eigenen Wassertank von knapp 20 Liter. Einen eigenen? Ja, das Wasser wird hier befüllt, das heißt, das hat nichts mehr Frischwassertank zu tun. Die hat einen eigenen Wassertank, die Toilette, und hier ist die Anzeige. Ah, oh, toll. Das ist bei den meisten Fahrzeugen serienmäßig drin. Optional kann der Kunde sagen, ich hätte gern eine Bio-Trenntoilette. Wir benutzen im Kastenwagen die Airheat. Gibt aber auch die Separate Weekend, die ist auch ein bisschen größer, die machen wir in Kabinen rein. Airheat ist das Ding, was das Zeug verbrennt? Nein, was das Zeug verbrennt, ist die Cinderella. Das wird ein eigenes. Die gute alte Cinderella. Und die Airheat, was macht die? Die Airheat ist eine Bio-Trenntoilette. Da werden Fäkalien und Urin getrennt in verschiedenen Behältern. Und das soll quasi den Gang zur Entsorgungsstation nicht einmal die Woche, sondern einmal in 3 Wochen ermöglichen. So, das Fahrzeug wird wahrscheinlich servitiert, Karne? Das ist jetzt hier der Serviceplatz, den wir haben. Das heißt, wir haben einen Serviceplatz, wenn ein Kunde irgendwas nachrüsten möchte oder so. Ich weiß nicht, was der jetzt hat hier. Vielleicht irgendwas nachgerüstet. Das Hand auf Herz, kommt schon ein Kunde schon mal, wenn er die ausliefert und sagt, oh, da hinten ist eine kleine Schraube locker oder es knarzt mal? Oder seid ihr so perfekt, dass nie was passiert? Nein, also 100% ist nichts auf der Welt. Wenn ein Kunde was hat, der ruft an und wir kümmern uns drum. Aber bei uns knatscht nichts. Das ist wirklich so. Wir werden morgen mal fahren. Ich bin ja insgesamt fast 3 Tage hier, denn ich habe gesagt, ich nehme mal extra viel Zeit, weil so ein Laden wie deinen jetzt ohne Witz, ja,
Ich fahre nächste Woche zu Bimobil, Montag, Dienstag. Den Mann kennst du? Ja, natürlich. Wir sind gut befreundet. Habe sogar die Vorgängerin kennengelernt. Schöne Grüße an Bimobil. Hallo. Ja. Bimobil ist in einem anderen Segment, sage ich jetzt mal. Wir sind hauptsächlich unter 3,5 Tonnen und fast nur Mercedes. Bimobil ist hauptsächlich im größeren, schwereren Bereich unterwegs. Unimogs und Ivecos. Genau, also das ist für die ganz harten Jungs. Und hier, ihr habt euch spezialisiert 3,5 Tonnen, also hast du eben gesagt 95%. Ja, 95% 3,5 Tonner. Deswegen haben wir auch spezielles Material, sowohl beim Kastenwagen als auch bei der Kabine, damit wir die 3,5 Tonnen auch schaffen. Sag mal, wenn ich den mal so richtig schön böse haben will, stoße ich da bei dir auf taube Ohren? Das heißt, fette Felgen, Schnorchel? Oder sagst du dann in Gottes Namen, nee, ist kein Problem? Also wie gesagt, hier haben wir zum Beispiel 18 Zoll Alufelgen drauf. Geil, ORC. ORC ist der Lieferant. Warte mal, ich zeig dir mal gerade. Ich muss das mal zeigen. Das ist auch eine Bereifung. Grabber AT3 heißt der von, was ist der Hersteller? Das ist ein AT-Reifen, der auch Winterzulassung hat. Das ist ein Ganzjahresreifen als AT. General. Ja, und hier oben zum Beispiel ein aus Metall. Nochmal. Aus Metall ein Schnorchel mit Zyklonenfilter. Das heißt, hier kann man sehen, wenn der Sand sich füllt, der kommt nicht mehr in den Motorraum rein. Dyson. Und da kann man es ausleeren. Der Dyson-Effekt. Das heißt also, der schleudert. Also hier, dieses Fahrzeug kriegt quasi die Luft in den Luftfilter nicht mehr von hier vorne, sondern von hier oben. Und wenn man jetzt zum Beispiel durch Afrika fährt und wie auch immer Sand oder so, da kann man oben sehen, wie voll der ist und dann wieder leer machen. Jetzt ohne Witz, ja. Warte mal kurz. Ich würde das Ding auch so kaufen, einfach nur, weil es geil aussieht. Die Windgeräusche gehen? Ich meine, das ist jetzt kein Porsche von der Aerodynamik, muss man ganz klar sagen. Ab einer gewissen Geschwindigkeit, 110, 120, hört man den natürlich ein bisschen. Das ist klar. So, das sind LED-Zusatz-Scheinwerfer. Thomas steht drauf. Ja, und das sind LED-Zusatzscheinwerfer. Wenn die Leute im Gelände sind, haben die es fast taghell. Ist das gut, Thomas? Also es ist sehr kompakt, es ist wasserdicht und das bauen wir seit einigen Jahren. Das hält sich. Das ist sehr funktioniert. Gut. Funktioniert, ja. Genau. Ist auch ganz dezent, weißt du, nicht so die fetten Bars, die oben drauf hängen. Man darf nicht vergessen, kompakte Kastenwagenfahrer sind jetzt nicht die Leute, die sagen, es muss jetzt jeder sehen, dass ich einen riesen Strahler habe. Und außerdem die LED-Technik, ich kann danach ein paar vorführen, ist heute, trotz dass es so kompakt ist, enorm stark. Also ja. Ich kann nachher welche einschalten, muss man die Augen zuhalten. Ja, es gibt ja viele, ich war jetzt in Kalka, ich weiß nicht, ob du da warst, nee. Da war ja Show angesagt, aber ich merke auch schon hier, das Rolli-Modell, sage ich jetzt mal, hat auch den Ansaugstutzen mit drauf und hat die guten BF Goodrich. Also von diesem Ehepaar, schöne Grüße übrigens, weiß ich ganz genau, wir saßen zusammen und von vornherein war die Aufgabe, die wollen die Welt kennenlernen. Das heißt, das ist ein Fahrzeug extra dafür entworfen und konzipiert worden, damit dieses Ehepaar um die Welt reisen kann. Schön ist natürlich mit 3,5 Tonnen, du hast nirgendwo Stress. Also keiner kommt, fängt schon an bei der Maut. Also wenn du über 3,5 Tonnen bist, ich kriege jetzt von Aral, gibt es eine neue Euro-Maut-Karte, was ob die kennst, gibt nur für Firmen. Ja. Ganz gemein, ich habe jetzt eine Mautbox für ganz Europa, brauche nicht mehr umschalten. Fakt ist, jedes europäische Land hat Nachteile. Die größten Nachteile in Deutschland sind, man darf nur noch 100 km/h fahren, ja. Und eben das Führerschein weitergeben an die Kinder. In anderen Ländern, in der Schweiz, ist die Schwerlastabgabe fällig. In Österreich muss man eine Go-Box ins Fahrzeug reinmachen. Südfrankreich, Süditalien hat sogar teilweise Sonn- und Feiertagsfahrverbote. Also wenn man zum Beispiel, wir waren letztes Jahr, sind wir nach Venedig gefahren mit dem 4,1 Tonner. Rechts hat es zum Beispiel 12,90 Euro gekostet, Autobahngebühr, links 22 Euro. Ja, stimmt, ich wohne ja in Frankreich. Also wenn du da noch drei Achsen hast, dann zahlst du das Dreifache. Also es ist wirklich so, im europäischen Ausland muss man halt überall mehr bezahlen. In Deutschland heißt es 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Das hier ist wahrscheinlich der Wassertank, hier die Erhöhung? Nein, das ist ein Allradfahrzeug, der ist so erhöht. Das heißt, unsere Technik fängt ab hier an. Ach, da unten drunter ist das Allrad? Ja, jetzt kann man noch mal sehen. Hier ist zum Beispiel bei Mercedes-Benz Allrad, haben wir automatisch 11 cm mehr Bodenfreiheit. Ab Werk. Dadurch ist das Fahrzeug komplett höher. Das ist das Teure an dem Auto. Die Leute haben mehr Bodenfreiheit und können über Stock und Stein fahren. Sag mal, der Motor, da ist jetzt noch drin V6 oder V4? Muss ich selbst mal schauen, Sekunde. Gemeine Frage. Ich weiß leider nicht alles auswendig. Er weiß nicht alles auswendig, hat er gesagt. Was? Du weißt nicht alles auswendig? Nein, ich habe
Du entschuldigst, ich habe nicht alle Aufträge auswendig. Das ist ein 2,2-Liter-Motor. Das heißt, serienmäßig haben wir den 2,2-Liter-Motor mit 163 PS. Vierzylinder. Ja. Optional gibt es noch, keiner weiß wie lange noch, vielleicht ein paar Wochen noch, den Sechszylinder. Ab nächstes Jahr fahren wir alle 2-Liter-Motoren. Der bewährte 2-Liter-Motor aus dem Vito oder aus dem Pkw-Bereich. Ja, das ist auch gar nicht schlimm. Ich habe gemerkt, also die funktionieren auch gut. Gut, der Sechszylinder hat natürlich mehr Hubraum, nehme ich an. Der hat einen guten, ich sag mal, einen guten Ruf. Also klar, der Sechszylinder, wenn Kunden sagen, ich möchte einen 4-Pferde-Anhänger ziehen oder ich habe eine Yacht oder ein Boot hinten, dann ist der optimal. Der kostet natürlich 4.100 Euro Aufpreis und über 60 Kilo mehr Gewicht. Darf man nicht vergessen. So, da unten ist eine Serviceklappe, die wird nochmal zugemacht irgendwann? Das ist jetzt hier die Öffnung für die Dieselheizung. Okay. Von innen. Hier ist der Stromanschluss nachher. Hier kann man jetzt auch bei dem Modell, das wird ein Tango werden, die GFK-Kapsel sehen. Das heißt, alle unsere Allradfahrzeuge, genau, geh mal vor, haben serienmäßig GFK-Kapseln, weil das Schlimmste, was bei einem Allradfahrzeug passieren kann, ist, dass Wasser im Bad ausläuft, weil durch die Vibrationen. Diese GFK-Kapsel, die kann man draußen nochmal zeigen. Komm, wir zeigen die einmal ganz kurz. Warte. Ups, da ist sie nämlich. Die ist so leicht. Die ist so leicht, hat man. Die große, das wird hier aus einem Stück produziert. Die ist super leicht. Die kann man umschmeißen, wie man will. Die hält 30 Jahre. Hier kann der Kunde sicher sein, dass das permanent dicht ist. Du machst mir mal einen Gefallen. Die ist wirklich so leicht, wenn du die mal kurz nimmst, dass ich einmal drum rumlaufen kann. Ach so, ja. Ich will die einmal kurz sehen. Die ist wirklich so. Die wird aus einem Stück produziert. Die Bauart ist, das ist eigentlich Bootsbau, so werden Yachten und Boote produziert. Das wird hier in Handarbeit über eine Form laminiert. Auch das Außenteil wird später drauf gemacht. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Hier kann man sehen mit zwei Abläufen. Und ich kann wunderbar drin stehen, drin duschen. Ich bin wie gesagt 1,93 Meter und kann wackeln und machen. Das Ding kann wackeln und machen, wie es ist. Das wird nie undicht. Und man kann es auch reparieren, ausbessern. Ich nehme eine Flex und mache hier was kaputt. Das kann man wieder flicken. Das ist GFK. Das ist kein Tiefziehteil, sondern das ist GFK. Hoch ausbesserungsfähig. Kann man spachteln, überlackieren, kann man in 20 Jahren Gelcoat, was man alles damit machen kann. Der Gelcoat hier ist so gemacht, dass man, wenn man mal Wasser drüber geht, der Schmutz auch zu 90% weg ist. Das ist eigentlich Schiffsbau. Super, und das ist hier drin? Das ist in jedem Allradfahrzeug bei uns serienmäßig drin. Das ist die Kabine für diese Karosserieart. Die andere ist für die Betten oben. Okay, so, du hast ein Hochdach hier stehen. Da vorne steht einer. Wir gucken mal gerade rein in das Hochdach, denn das ist ja auch eine Besonderheit. Der ist relativ fertig, der da. Mal reinschauen, der ist in der Tat relativ fertig. Das ist jetzt ein Fahrzeug ohne Allrad. Ja, ich geh mal kurz rein. Ohne Allrad, aber eine Besonderheit, er hat, wie krass, du kannst den ganzen Raum nutzen wie in meinem T6 und schläfst im Dach. Das ist unser Dream, das heißt, der hat oben ein 2,10 Meter langes Bett, unten hinten quer die Duschkabine, die wir gerade gesehen haben, Kühlschrank auf Arbeitshöhe, Kleiderschrank, den kann man vielleicht draußen nochmal schön sauber zeigen. Das heißt, das ist jetzt hier ein Fahrzeug, vielleicht ein paar Tage vor der Fertigstellung, ohne Allrad. Und hier kann man gleich sehen, wenn man kein Allrad hat, dann nimmt der Kunde gern eine helle Metallicfarbe, Alufelgen, lackierte Stoßstange, verchromte Kühlergrill. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt so, der wird nicht um die Welt rumfahren. Der Hümer. Nicht der Hümer. Das ist hier ein schönes Mercedes-Fahrzeug, sage ich jetzt das mal. Das war ein Scherz. Mit allem Schnickschnack. Ich sag mal so, ihr macht ja hier Handarbeit, ihr macht ja keine Fließbandfertigung. Das Ganze hat die gleiche Qualität wie die Offroad-Fahrzeuge, genau die gleiche. Ist nur, klar, ich habe weniger Gewicht, wahrscheinlich ist er tiefer. Das Fahrzeug, kann man hier sehen, ist 11 cm niedriger als das Allradfahrzeug. Das heißt, er hat Hinterradantrieb. Das ist unser Modell Dream. Genau. Vom Grundriss gleich. Die Allradfahrzeuge, Vorsicht, einen etwas steiferen oder stabileren Möbelbau. Und er hat Markise, der hat keine Gewichtsprobleme. Das ist so das Gewicht von dem ungefähr leer? Beim Allrad zählt jedes Kilogramm. Der wiegt 2,8 Tonnen. 2,8 Tonnen?
machen. Ne? Der ist ohne Allrad. Das ist unser, ja, trotzdem. Das ist unser schwerster Kastenwagen. Nochmal, ist der schwerste Kastenwagen Länge von dem? 5,93 Meter lang, 1,99 Meter breit und der wiegt leer, Eigengewicht 2,8 Tonnen. 2,8 Tonnen. Gut, muss man sagen, ohne Sprit drin, ohne Fahrer. Das ist Eigengewicht. Das ist Eigengewicht. Ja. Okay, also nur, wenn einer kommt und sagt, naja, ist nicht das, was im Fahrzeugstand stehen muss. Ich glaube, da gibt es ja so Angaben, da muss der Fahrer mit drin sein, da muss noch ein bisschen Kraftstoff. Also in der Tat, wenn man das Gewicht im fahrbereiten Zustand nimmt, muss man 75 Kilo für den Fahrer nehmen und 90% Tankvolumen. Das heißt aber auch, Leute interessiert ja auch oft bei meinem Fahrzeug, fragen jetzt viele, was wiegt denn der leer? Da nenne ich auch das Gewicht ohne mich mit leeren Tanks, weil das hängt ja davon ab, wie ich den fahre. Klar, ich habe einen 200 Liter Dieseltank, wiegt wahrscheinlich 200 Kilo. Es ist so, der Grund ist folgender. Der Kunde kann zum Beispiel bei uns sagen, das Fahrzeuggewicht ist zum Beispiel 2,8 Tonnen, wie kann ich 40 Kilo sparen? Da sagen wir, lieber Kunde, zwei Möglichkeiten, nimm Lithiumbatterien oder zum Beispiel einen kleineren Wassertank. Das heißt, dadurch, dass wir individuell bauen, hat der Kunde selbst Einfluss drauf, wenn er sagt, ich möchte ein bisschen mehr Gewicht wegen Markise oder was auch immer, da kann er auch sagen, ich spare woanders das Gewicht. Deswegen nennen wir immer das nackte Eigengewicht und dann kann der Kunde noch ein bisschen damit spielen. So, Zeit für den Bau, wie lange dauert das ungefähr? Also wir haben Lieferzeit zurzeit 1,5 Jahre. Echt? Ja, also das ist nicht viel. Wir hatten sogar, wir waren vor Corona, waren wir sogar bei knapp 2 Jahren. Okay, das heißt, du kannst in die Zukunft blicken quasi. Also toi, 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 wir sind bis Mitte 22 eigentlich ausgebucht. Das heißt, ihr habt eine gute Planungssicherheit. Du willst auch jetzt nicht groß wachsen, sondern du sagst, okay, lieber klein und fein für die Leute, die uns wirklich wollen. Also in der Tat, Expansion war nie unser Ziel, sage ich jetzt mal. Wir sind mit den Jahren mal minimal gewachsen, mehr wollen wir auch gar nicht. Lieber ist uns, dass wir sagen, wir sind in einer Nische der Spezialist. Das heißt, wir sind die Experten, wenn es um Reisemobile auf Mercedes-Benz Sprinter geht, hauptsächlich unter 3,5 Tonnen. So, ich zeig mal gerade hier draußen die Qual der Wahl der Farben. Du hast einen Showroom, wo du wirklich alle Farben zeigen kannst. Das sind jetzt hier zum Beispiel sogar um die Fahrzeuge ab Werk. Das sind alles Kundenfahrzeuge, die in den nächsten 2-3 Monate produziert werden. Die werden vorne und hinten geparkt. Und hier kann man vielleicht ein bisschen sehen, den Sprinter gibt es ja in über 100 Farben zur Auswahl. Warte, ich muss mal kurz darüber gehen, sonst sieht man die Farben nicht. Ihr habt unglaublich gewagte Farben. Ihr habt Grau, Grau, Grau und Beige. Also das ist jetzt hier Kieselgrau, wird gern bei Allradfahrzeugen genommen. Das ist eine Serienfarbe, Blau-Grau. Ich muss auch gerade von der anderen Seite kommen, weil die Sonne geht da hinten unter. Jetzt sieht man die Farben richtig. Das ist eine Serienfarbe Blau-Grau. Blau-Grau. Das ist eine Farbe, die ist hell, aber nicht weiß, wird gern genommen. Kieselgrau nennt sich die. Wird gern bei Allradfahrzeugen genommen, weil die sieht aus wie ein Wüstenfahrzeug. Also wenn man nach Afrika fährt oder Marokko, dann kann man in der verschwinden. Hier haben wir... Ist das genial, du kannst die Farben sehen, in echt? Ja, also wir haben circa immer so 20, 25 Fahrzeuge hier vorne und hinten stehen. Da kann der Kunde das anschauen. Das ist eine Sonderfarbe Graphitgrau. Wieder die Serienfarbe. Wieder die Serienfarbe Blaugrau und das ist jetzt hier wieder Graphitgrau. Hinten haben wir noch ein paar andere Farben. Das heißt, der Kunde, ich habe innen drin einen Fächer, wo über 100 Farben sind. Hier kann also, es gibt auch Sonderfarben bei Mercedes? Ja, also insgesamt über 100 Farben stehen zur Auswahl. Krass. So, da vorne ist mein Sohn drin. Das Eigenheim. Ja, das ist ja was ganz anderes. Also wir sind ja immer hier und ich war ja auch in Kalka, da war ich mit dem Ding unterwegs, also mit dem Vorgänger. Da wirst du natürlich müde belächelt, aber ich arbeite ja da drin 200 Tage. Also ist eine ganz andere Anwendung. Das ist ein anderes Konzept. Das heißt, das sind zwei verschiedene Welten. Hier ist mit Sicherheit vom Gewicht und vom Preis das Dreifache von unseren Reisemobilen. Andere Anwendung. Also es gibt im Reisemobilbereich gibt es zwei Konzepte. Wenn jemand sagt, ich fahre irgendwo hin, stehe sehr viel, brauche meine 3-Zimmer-Wohnung, fahre jetzt nicht irgendwo die engen Straßen und sage, ich stehe viel, dann ist so eine 3-Zimmer-Wohnung mit Sicherheit interessanter, muss man ganz ehrlich sagen, weil man jetzt sagt, ich fahre nach Spanien und bleibe 8 Wochen stehen. Dann ist so ein Fahrzeug interessanter. Wenn jemand aber sagt, ich möchte in Spanien rumfahren, ich möchte nach Afrika fahren, da kann man mit so einem Fahrzeug natürlich nicht mehr so viel machen. Fahr mal damit die Amalfiküste rauf und runter. Ja, ist ja gut. Ich zeig mal gerade das Gelände, da fahren wir morgen hin. Denn du wirst mal so ein kleines bisschen mal Schlechtwege und Offroad zeigen morgen. Übrigens, hier haben wir noch Weiß, hier haben wir noch Grau und so weiter. Du hast noch mehr Fahrzeuge. Ich und habe noch ein paar stehen. Hochdächer hast du hinten noch stehen?
So werden die Dächer angeliefert. Mal kurz, wir gehen mal gerade drum rum. Da können wir nämlich mal unser Testgelände gleich mal zeigen. Das hat ein paar Hügelchen. Ja, also wir fahren hinten einen Weg, sage ich jetzt mal. Den können wir nachher mal morgen zeigen. Da ist die Autobahnnummer. Das ist die A6. Direkt zwischen Nürnberg und Heilbronn. So, und die Stechmücken sind schon da. Ja, das ist gut. Seit 2 Tagen ist ja schönes Wetter hier, sage ich jetzt mal. Letzte Woche habe ich noch Schnee geschaufelt. Ich gucke mal auf die Uhr. Heute 24. Februar 2021. Und so kommen die an. Ihr habt eine eigene Lackiererei oder ist das im Auftrag dann? Nein, also wir lackieren selbst nichts. Wir geben alles raus zum Lackieren. Im Nachbau ist eine Lackierung. Super, also da vorne kommen die an. Ihr habt viel Platz, das ist auch ein Vorteil. Ihr seid unglaublich verkehrsgünstig, das heißt Heilbronn liegt ja quasi im Herzen Deutschlands. Also wir sind in Süddeutschland relativ mittig. Wir sind eine Ausfahrt von Weinsberger Kreuz. Frankfurt ist 1,5 Stunden entfernt, Nürnberg ist 1 Stunde entfernt. München 2,5 Stunden. Hamburg? Hamburg ein bisschen weiter. 6. Wenn der Verkehr frei ist, ja. Gut, da ist es. Ja, aber es ist schön hier. HRZ, wo kommt das her, der Name? Das heißt Hans und Rainer Zent. Die Firma gibt es hier seit 49 Jahren. Ich bin sozusagen zweite Generation hier in der Firma. Und ich bin auch schon über 50, wie schon erwähnt, gehe auf die 60 zu. 53 bist du. Ja, man möchte ja ein bisschen mehr verreisen. Das heißt, wir haben auch schon die nächste Generation in den Schachteln stehen, sage ich jetzt mal. Der Herr Zent ist leider Gottes vor 5, 6 Jahren verstorben, der Firmengründer, war ein Weltenbummler par excellence. So, wir gehen mal kurz nach vorne noch mal rein, dann können wir es gleich beenden. Ja, du hast mittlerweile Nachwuchs, du hast jemanden gefunden, der kommt aus einer Ventilfabrik und ist wirklich toll, oder? Das heißt, ihr habt nur tolle Mitarbeiter. Also wer hier arbeitet, muss auch das als Hobby sehen. Wir können vielleicht durchgehen, dann können wir die Fahrzeuge hinten noch zeigen. Nee, ich wollte mal vorne dein Logo nochmal gucken. Die Fahrzeuge hinten gucken wir uns eh an. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Glück, dass ich vor 6 Jahren den Benjamin Petruschat kennengelernt habe. Der war früher bei einem großen Ventilhersteller hier in Süddeutschland, Abteilungsleiter, ist in der Firma nicht weitergekommen, war ehrgeizig, hat bei uns 2 Jahre gearbeitet, wir haben uns gut verstanden. Und heute ist er Mitgesellschafter mit 25% und Mitgeschäftsführer. Ist doch toll, oder? Das heißt, die Leute so zu begeistern, dass er sagt, hey, das ist mein Ding. Gar nicht so einfach, oder? Den richtigen zu finden. Also es ist in der Tat, man muss auch das Label haben für das Reisemobil, für das Basteln, wie man so schön sagt. Und ich habe Glück, habe für die Produktion jemanden gefunden. Und der ist jetzt 6 Jahre dabei. Und seit 2017 mache ich nur noch den Verkauf. Und der Benjamin macht quasi die Produktion. So ist das, ja. Ihr wart schon stets hier an dem Ort oder ihr seid irgendwann mal umgezogen? Wir waren 30 Jahre in Öhringen, sind hier seit 2017. Seit 2017, so. Und der Grund hierher zu kommen war wahrscheinlich die Anbindung, das Baugebiet, die Steuern, was weiß ich, der Hebesatz? Überhaupt nicht der Mangel an Platz. Das heißt, da wo wir waren, hatten wir nicht 9 Arbeitsplätze, sondern 4. Das heißt, mit der Zeit wurde die alte Halle zu klein und deswegen haben wir es so gebaut, dass wir theoretisch bis 150 Fahrzeuge bauen können. Aber wir sind zwischen 80 und 90 Fahrzeuge im Jahr. Wenn viel Serie ist, mal ein paar mehr, wenn viel Sonder, ein paar weniger. Jetzt mal eine Frage, gibt es Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Auto zu sehr erkennbar ist als Reisemobil oder als Weltenbummlerfahrzeug? Gibt es auch. Dezent, ist das möglich? Ja, also kann ich hinten zeigen, viele bestellen sogar die Sprinter mit Glasfenster, dass sie wie ein Bus aussehen, wie ein Transporter. Können wir auch machen. Wie gesagt, der Kunde ist bei uns König. Das, was der Kunde haben möchte, kriegt's. Okay, das heißt, die kommen bei euch nackt an mit Stahl, ihr baut ein, was ihr wollt. Man kann die auch aufsetzen, die Fenster. Ah, da hinten ist einer rechts, gell? Draußen sogar Seitenfenster. Das heißt, wenn jemand sagt, keiner soll Campingfenster sehen, dann bestellt man das Fahrzeug seitlich auch mit Originalglasfenster. Ich mache mal gerade so auf. Das ist ja schick. Das habe ich in der Schweiz ganz oft gesehen. Da gab es einen Hersteller in der Halle, der hat sich darauf spezialisiert, Stealth-Fahrzeuge zu bauen. Also es gibt 2 Geschichten. Zum Beispiel dieser Kunde hat dunkle Einsätze in den Campingfenstern. Wenn man sagt, zeig's mal gerade. Also das sind jetzt hier normale Campingfenster und dann macht man dunkle Einsätze rein. Da kann man nicht mehr reinschauen. Wenn aber einer sagt, man soll auch hier das Campingfenster nicht erkennen, wir gehen mal gerade raus.
Es gibt auch die Möglichkeit, so einen Schutz drauf zu machen, dass man durch die Fenster nicht reinkommt. Das habe ich schon mal gesehen. Eine Schutzfolie? Keine Folie, sondern so ein Stahlding, so eine Hutze, die man drüber schrauben kann. Hast du das mal gesehen? Das haben wir noch nicht eingebaut. Ich meine, so wie da vorne das Fahrzeug. Das ist ein kurzer Radstand. Nee, das ist auch einer. Ja, das ist ein kurzer Radstand. Der ist 5,26 Meter lang. Nochmal 5,26? Ja, der Mercedes macht 5,26 Meter. Wir haben zwei Modelle auf dem kurzen Radstand. Und das ist ein klassischer Citybummler, sagt man heute. Das heißt, dieser Schema, der möchte in die Stadt fahren, möchte nicht erkannt werden als Camper. Und der sieht ja aus wie ein Bus. Ist das krass? Das ist Originalglas ab Werk. Das wäre mein Auto. Und der Kunde wollte so haben. Das heißt, der ist nicht zu erkennen. Klar, die Aufbauten, da kann man ja eventuell auch Hebefenster wählen, die ein bisschen flacher sind aus dem Schiffsbau. In der Regel macht man oben im Dach Fenster mit Ventilatoren, dass die Luft besser zirkuliert. Aber seitlich sieht man das nicht und von oben schaut der keiner rein. Okay, das ist jetzt von der Farbe her, das ist natürlich toll. Das ist jetzt die Farbe Steingrau. Das sind wieder zwei Graphitgrau-Fahrzeuge. Boah, du hast ja die ganze Hütte voller Autos hier. Also wir haben immer vorne und hinten 20 Fahrzeuge, so das sind so zweieinhalb Monate Produktion. Und die Fahrzeuge werden so bestellt, dass halt immer, es gehen halt im Monat immer 8-9 rein, 8-9 raus. So, das ist eine Eule? Das ist in der Tat Vogelschreck. Wir sind ja hier in der schwäbischen Toskana, sage ich jetzt mal. Und es kommt ab und zu vor, dass hier Adler und Habichte. Aber das ist die Natur. Ich hab gesehen, ihr habt Äpfelplantagen, Pflaumenplantagen, habt ihr hier Weinbau. Also wir sind hier eine ganz berühmte Weingegend. Wir sind ja nicht weit von Weinsberg. Das ist jetzt hier der VW Crafter mit dem eigenen Dach. Unser Familienmodell. Nochmal, da steht drauf Schwabenmobil. Ja, also wir haben zwei Marken in der Firma. Hast du gar nicht erzählt. Ja, HRZ baut auf Mercedes-Benz. Und die Marke Schwabenmobil baut auf VW Crafter. Boah, ist der schick. Ein eigenes Dach, ein aerodynamisches Dach, das ist jetzt eine Eigenentwicklung. Und somit können wir den VW Crafter Freunden, sage ich jetzt mal, viele Grundrisse anbieten. Das ist jetzt hier ein Familienfahrzeug mit zwei Längsbetten hinten quer. Oben schlafen die Eltern im Doppelbett und in Fahrtrichtung links die zwei Betten für die zwei Kinder. Den zeigen wir morgen auch mal. Machen wir ein extra Video. Gerne. Denn sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, bei Preise sprechen wir heute mal nicht. Oder vielleicht doch. Ungefähr, wie liegt der hier, wie er steht? Der liegt bei ca. 75.000 Euro. Ah, nicht mehr? Du kannst mehr zahlen, wenn du willst, aber der liegt bei 75.000. Ich hab ja viele Fahrzeuge bei dir gefilmt in der Schweiz. Da lagen wir immer um die 100 oder mehr. Also in der Tat bei Allradfahrzeugen, das heißt beim Freedom-Konzept zum Beispiel mit Allrad, GFK-Kapsel, liegen die Fahrzeuge bei ca. 100.000 Euro. Das Sahara-Konzept liegt bei ca. 115.000. Und der Casablanca, also die Kabinen, liegen bei 140.000, 145.000. Ist der jetzt verfügbar, der hier steht? Der hier, ja. Der ist reserviert. Also aktuell kommen wir momentan nicht nach. Du siehst hier lauter verkaufte Kundenfahrzeuge, deshalb stehen auch überall Namen drauf. Ist so gemein, wir drehen Videos über Dinge, die ich erst 23 kriegen kann. Im Verkaufsraum sind noch drei zu haben. Gucken wir nach. Also das wäre zum Beispiel einer für mich, denn ich würde gerne meinen T6 tauschen. Du hast selber gesagt, ist zu klein. Also das ist, bei dem Fahrzeug ist es so, wir sind immer noch unter 6 Meter lang. Man muss hier kein Bett bauen, das ist jetzt klassisches Familienfahrzeug. Die Kinder haben hinten zwar permanent verfügbare Betten, man hat eine Nasszelle hinten drin und das ist jetzt ein Vorderradantriebfahrzeug. Also hier kann ich drin stehen, hier kann man den Absatz sehen. Mhm. Beim VW Crafter mit Vorderradantrieb ist der Absatz hier. Wenn es ein Allrad ist, ist der Boden ungefähr auf dieser Höhe. Gut, das gucken wir uns morgen mal an. Da vorne steht dein Schätzchen, auch da machen wir ein Video morgen. Der ist jetzt 30 Jahre? Glaube ich 32, 33 Jahre alt. Ist das okay, wenn wir den filmen morgen? Der ist jetzt zwar nicht sauber. Nein, ich meine Eigentümer, das war schon ein Freund von dir, oder? Ja, um Gottes Willen. Also wir sind HRZ-Kunden, sind immer gute Freunde von uns, sage ich jetzt mal. Gehört einer ganz netten Familie aus Ludwigsburg, wie gesagt. Der ist 30 Jahre alt? Der ist über 30, glaube ich, ja. Der Holiday Boy. Ja, und damals war das Thema Gewicht überhaupt keine Frage. Warte, ich zeig mal gerade was. Das ist so geil. Guck mal hier. 96, 94, 92, 10, 13. Schau mal bitte. 6 Sitzplätze.
6 Sitzplätze? Der hat 6 Sitzplätze, das ist eine Familie mit Kindern. Und das Fahrzeug war in ganz Europa, da sind ein paar Aufkleber oben. Das war schon relativ viel unterwegs. Der Kunde überlegt noch, was er damit machen soll. Und das Auto fährt noch, man muss nur die Batterie aufladen, dann kann er fahren. Ist aber nicht so, dass du den jetzt kanntest, dieses Fahrzeug. Das hast du nicht mit konzipiert, oder? Nein, also ich bin seit 22 Jahren bei HRZ, sage ich jetzt mal. Das Auto wurde quasi 10 Jahre vor meinem Eintritt verkauft. Du würdest aber unterschreiben, das ist jetzt ein echter HRZ. Ja, natürlich. Sind wahrscheinlich ein paar Kundensachen nachgerüstet worden. Und es ist ein Sprinter. Ist das ein Sprinter? Das ist ein MB100. Ein MB100. MB100. Das ist ein MB100. Der Vorgänger. 2,4 Liter Motor. Ist natürlich auch nicht, wie soll ich sagen, nicht mehr zeitgemäß, was die PS angeht. Das Flotzte an dem Auto sind die AMG-Felgen. Oh, von Mercedes. Ja, AMG. Das heißt, das ist hier so, dass man sagt, das war ein sehr kompaktes Fahrzeug. Der Motor ist nicht tot zu kriegen. Was da drin für Motor? Das ist ein 2,4 Liter Motor mit 72 PS. Ich wollte mal gerade die Patina zeigen von dem. Der Motor sitzt hier zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Ja. Das heißt, wenn man hier 90 oder 100 km/h fährt, ist es auch relativ laut im Fahrzeug, muss man auch sagen. Habe ich im Video gesehen, haben Leute entsprechend isoliert, geht. Aber muss man sagen, ich kann die Leute verstehen, die sagen, mein Gott, ist zwar ein Schätzchen, aber man überlegt vielleicht, sich dann doch mal was anderes zu holen nach 30 Jahren. Also in der Tat, nach 30 Jahren kann man auch sagen, okay. Und der fährt noch. Der fährt noch. Also der Sprint, der fährt mit Sicherheit noch 15 Jahre. Der Sprinter ist eine ganz andere Welt. Der Sprinter fährt man heute wie ein SUV. Und damals war das ja hier, ich kann mich noch dran erinnern, da war ich ja gerade mal 20, da war das ein Traumauto damals. Sowas hier zu kaufen, da war ja Camping eine ganz andere Nummer. Das ist ja heute eine Allerweltsache. Ich kann mich erinnern, ich habe die Fahrzeuge vorher repariert. Ich bin gelernter Kraftfahrzeugmechaniker, komme aus dem Hause Mercedes-Benz. Und bei dem Fahrzeug musste man früher immer die Bremse hinten machen. Also das war immer so ein bisschen Schwachpunkt an dem Auto. Machen. Machen, ja, reparieren. Das heißt, ist schon klar, machen finde ich ja geil, weil die Leute trauen sich nie machen zu sagen. Man muss die Bremse machen. Ja, ist so, man muss sie reparieren. Und der war auch schon überall, gell? Hier, da oben ist es Marokko. Allrad? Nee, kein Allrad. Okay. Also das ist kein Allrad. Ja, das ist schon typischer. Die Küche ist hier rausnehmbar, man konnte draußen kochen. Krass. Weißt du was, jetzt erzähl nicht zu viel, wir zeigen ein extra Video. Guck mal hier, das HRZ-Logo drauf. Das ist dasselbe Logo gewesen damals, quasi, ja, fast. Die Aufkleber waren damals ein bisschen breiter, ein bisschen schriller. So waren halt die 70er Jahre, sage ich jetzt mal. Also hier ist 80er, oder? Ja, 80er. Aber ich kann auch andere Bilder zeigen. Da waren Ich weiß das nämlich, weil damals dieses Türkis und dieses Rosa oder Purpur, das waren die 80er Jahre Farben. Da war die Telekom, weißt du noch, das waren die 80er Jahre. Das war Türkis und Rosa. Ja, also da kannst du dich ja gar nicht mehr dran erinnern. Du bist viel zu jung. Wir hatten damals waren. Hab ich doch gesagt. Guck dir an. Ja, das ist das Türkis, ja. Und das ist das Rosa. Das waren die 80er. Das war damals in, total in. Ja, der Holiday Boy. Das Dach hat die gleiche Sandwichweise wie heute. Die Isolierung ist die gleiche. Das heißt, natürlich, es gibt heute neue, bessere Fenster, sage ich jetzt mal. Jetzt siehst du aber auch, der Lack nach 30 Jahren, der ist natürlich jetzt abgestorben außen. Das ist aber trotzdem 30 Jahre und der war ja hardcore unterwegs, nehme ich an, oder? 6 Personen, also wie gesagt, es ist eine Familie mit mehreren Kindern gewesen, die sind immer überall rumgefahren. Genau, wenn du mal gerade aufmachst, da habe ich jetzt eine Kleinigkeit gesehen. So ein bisschen Rost hier am Radlauf hat er. Wir zeigen den morgen. Vorne auch. Das Auto ist natürlich, wie gesagt. Aber es steht doch gut überlegt, da für 30 Jahre. Also da kann man nichts sagen. Also. Und kriegt wahrscheinlich jetzt auch noch. Was hat der für einen Wert? 50? Der wird mit Sicherheit nicht mehr verkauft. Okay, super. Also so ein Fahrzeug bleibt in der Familie. Ruft nicht an. Also ja, ihr kriegt den nicht. Unser Dream gehört uns dann leider vom Möbelbau. Der fährt auch ein HRZ Dream. Ja. Das ist der Vorgänger, gell? Sprinter. Das ist der Vorgänger, ja. Also der steht leider seit 1,5 Jahren hier. Durch Corona konnte er nicht mehr so reisen wie geplant. Und von daher. Oh, steht er hier gut unten drunter? Ja, also das ist hier. Wirst du vielleicht morgen kennenlernen. Der hat die letzten 16, 17 Jahre alle Möbelbauten gemacht hier drin. Ich mach mal gerade die Tür wieder zu schnell. Ja, mach zu. Sonst ist da morgen jetzt ein Adler drin oder? Genau. Und baut sein Nest. Aber du hast eine richtige Spielwiese hier. Das heißt, du hast ein tolles Außengelände, hast eine Umzäunung. Hast also, Autobahnanbindung? Es ist ein schönes Hobby, muss man sagen. Ich bin auch hier durchs Hobby zu der Firma gekommen. Das ist jetzt ein 6,96 Meter langer Radstand. Boah, ist der lang!
Hier passen hinten zwei Enduros rein, das Bett geht elektrisch hoch und runter. Das zeigen wir auch morgen. Das ist ein Kundenfahrzeug? Das ist ein Kundenfahrzeug im Kundenauftrag zu verkaufen. Okay. Preis von dem? 750.000. Okay. Also wie hier steht, Baujahr? Baujahr 2000, muss ich mal schauen, Sekunde. Baujahr 2015 mit 15.000 Kilometer. 2015 mit 15.000 für, nochmal Preis? Knapp, also 750.000, 58.000. Also ich befürchte, weil wir das Video heute Abend noch online schießen, zieh dich mal warm an. Ich glaube, wir brauchen es gar nicht mehr zu zeigen. Mach den morgen mal auf, kannst mal ein bisschen schauen. Genau. Dann muss ich Schlüssel holen. Ja, es ist jetzt, das machen wir heute nicht mehr. Aber wir machen das morgen, denn ich habe nämlich das Gefühl, mein Sohn, der wird nämlich noch ein bisschen. Hier vorne hier euer Wirt-Schraubenlager. Ich zeig's mal. Das ist hier das Kleinmateriallager. Für euch? Ja, der kommt hier. Okay, das heißt, die Leute kommen vorbei von Wirt und Förch und füllen auf? Die füllen das Auto, das geht heute alles per Scanner automatisch. Automatisch. Und hier drin, was ist hier? Die Verkleidungen geklebt. Okay. Hier die Seitenverkleidung für die Fahrzeuge. Und da vorne haben wir einen kleinen Metallbereich, wenn was geschweißt, geflext werden muss, ist also der Metallbereich, wenn irgendwas ist, dass die Funken nicht zwischen den Fahrzeugen fliegen. Genau, denn das habe ich mal gelernt, schweren Herzens, wenn Funken fliegen, die bleiben im Kleben. Und überall. Absauganlage rein. Das ist hier so, dass man sagt, wenn man hier mit Vierkantrohr schneiden will oder wie auch immer, oder ein bisschen was schweißen oder Metall abkanten, das ist hier ein kleiner Metallbereich. Ja, die Berufsgenossenschaft hat natürlich Warnhinweise. Das ist in Deutschland alles schwer geregelt, macht aber auch Sinn. So, und das sind diese wie nennt man es nochmal? Das ist hier Filz. Damit verkleiden wir die Sitzkästen zum Beispiel, damit es Metall nicht kalt ist, wo die Batterien drin sind. Das ist hier Kunstleder, das sind die Seitenverkleidungen, da gibt es mehrere Dekore. Und das sind die Restmaterialien. Okay. Hier kann man zum Beispiel die Böden sehen. Hier kann man sehen, das ist für der Kunde Krause, Kunde Arnecke. Das heißt, der Kunde sucht sich den Boden aus, dem ihm gefällt. Also kann ich nachher mal sagen, wir haben über 100 Böden zur Auswahl. Und da wird für jeden Kunden speziell der Boden bestellt. Ja, der gute Gärflor, wer sich auskennt, nicht das billigste, aber ich meine, der soll ja lange halten, so ein Boden. Also wir haben Linoleum überall drin und es ist ja ein Fahrzeug, was auch für 25, 30 Jahre konzipiert ist. Und hier, was hier? Das ist unsere Schreinerei, hier werden die Möbel zusammengeschraubt. Wir können vielleicht da vorne mal anfangen, wenn die Kunden das Design ausgesucht haben, wie gesagt, aus über 200 Möbeldekore, werden für jedes Fahrzeug, so wie man hier sieht, quasi die Platten bestellt. Das heißt, alle Möbel fangen so an, jede Palette ist ein Fahrzeug. Und dann werden sie hier in der Schreinerei... Also jedes Fach ist ein Fahrzeug? Jede Palette, jedes Fach ist ein Fahrzeug. So sehen die Möbel nachher aus, wenn sie rauskommen. Das heißt, die Dachschränke, die du vorhin gesehen hast, super leicht. Nochmal, zeig das mal. Also wirklich, die Dachschränke sind super leicht und verkleidet sehr stabil. Sind so leicht? Ja. Hier, das ist die Nasszelle vom Sahara zum Beispiel. Bei uns wird alles verleimt. Okay. Das heißt, die Möbel sind nicht nur geschraubt, sondern wird verleimt. Das kann man hier sehen. Kann man drüben auch nochmal zeigen. Zeig mal, wo? Jede Kleinigkeit, alle Möbel. Wir haben ja Allradfahrzeuge. Hier zum Beispiel. Jedes Teil wird, hier kann man es auch noch ein bisschen leimen. Das wird nachher noch rausgeputzt. Alles wird verleimt. Deswegen machen die Fahrzeuge keine Knatschgeräusche. So, und zusätzlich habt ihr Zapfen, Massenfertigung heißt schnell, schnell, schnell schrauben. Handarbeit bedeutet, die Möbel sollen 30 Jahre halten. Jedes Teil wird verleimt über Nacht und am nächsten Tag wird es nach einem Fahrzeug eingebaut. Das kriegst du so nicht kaputt, oder? Also ohne Vorschlag haben wir eigentlich nicht. Krass, so. Ja, du. Auch hier, wir hatten früher Echtholzkanten. Das heißt, das Fahrzeug von unserem Möbelleiter hat einen dicken Tisch. Wir haben vor 4 Jahren umgestellt auf ABS-Kanten aus Gewichtsgründen. Das heißt, wir haben zum Beispiel 15 Kilo rausgeholt. Das sind moderne ABS-Kanten. 15 Kilo holst du da raus? Aus dem Möbelbau, ja. Das heißt, woher kommt das leichte Gewicht? Man muss überall gucken, man nimmt neues Material. Man kann nicht einfach sagen, ich mache überall Echtholz, Echtholz, Echtholz. Erstens arbeitet es, zweitens sind die 3,5 Tonnen nicht mehr erreichbar. 15 Kilo ist ja eine Welt, ich glaube. Nur beim Möbelbau. Ja. Das heißt, 15 Kilo eingespart durch Wegfall der Echtholzkanten, extra Maschine gekauft, um das drauf zu machen. Und so kann man nachher sagen, Leichtbau. Das heißt, die Maschine, die macht diese Kantenumleimer, die ich ja bei meiner Küche immer versucht habe mit dem Bügeleisen. So sieht das Material vorher aus. Das wird hier drauf gemacht.
Die Kante wird hier als Rolle drauf gemacht und die Kante erwärmt, klebt und schneidet nachher die Kante. Und das kommt nachher... Sag mal irgendwas. Perfekt raus. So kommt das nachher aus der Maschine raus. Also wie praktisch in der Fabrik, wo du... Vielleicht. Das ist das Besondere an dem Teil hier. Das heißt, ich kann das Mikro halten. Das ist relativ leicht und deswegen, also Konsequenz von Anfang bis Ende, Leichtbau. Krass. Also das ist... Die 3,5 Tonnen hin. Nee, ich hätte es gerne in die Hand genommen, aber ist es besser, also, du machst das, weil du hast das so gut drauf bei deinen Kundenvorführungen. Also ist es relativ leicht, sage ich jetzt mal. Kann man vielleicht so sehen. Man hört es auch. Das heißt, ich habe gerade eben gemerkt, wenn es irgendwo gegenkommt, es klingt auch leicht. Das ist so der... Es ist, kann man hier nochmal, es ist Leichtbau. Hier kann man sehen, sogar das wird geleimt. So sieht es nachher fertig aus. Hochwertige Blumenauszüge mit Selbsteinzug. Das ist auch eine Sondergeschichte. Normalerweise, das ist für ein Tango, fürs Modell Tango. Normalerweise haben wir einen Apothekerausschrank für Flaschen. Der Kunde wollte zwei, hat gesagt, 2 Meter Bett ist mir zu lang, mach mir 1,85 Meter Bett und dafür einen zweiten Flaschenauszug. Ich habe jetzt auch zwei, das ist total klasse. Ja, du kannst, das heißt, der Kunde entscheidet, was hier passt. Das sind die Auszüge, die nachher reinkommen. Sag mal, auch leicht? Ja, alles also relativ leicht. Mhm. Ja, alles leichtbauweise. Und die kommen nachher da rein. So hat der Kunde große Flasche, kleine Flasche und ein paar Tassen. Sag mal, warte. Also hier oben kommen die paar Tassen hin, das kann ich nach einem fertigen Fahrzeug. Diese kleinen Wasserflaschen und hier kommen die großen Wasserflaschen hin. Das ist so gemein, dass du ausverkauft bist jetzt, ja, weil ich glaube, wir werden so viele Fans kriegen, gerade für diese Schwabengarage, wie heißt die? Schwabenmobil. Die VWs. Die VWs. Wo geht's da los? Schon bei 55 oder so? Über 60. Über 60 geht's los. Ab 60.000. Bei Mercedes-Benz, der kurze, wir haben zwei kurze Modelle. Der City liegt ungefähr bei 69.000, sage ich jetzt mal. Mhm. Erst ab dem Allrad gibt es einen Preissprung. Der Allrad kostet immer 15.000 Euro teurer, mehr, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind die Freedom, Sahara und Casablanca Konzepte die teuersten Fahrzeuge. Sehr schön. So, jetzt aber mal Feierabend. Ich gucke mal auf die Uhr. 1 Stunde 10 Minuten. Wir gehen noch mal kurz nach vorne, denn ich will noch mal in den... Wo, sag mal. Ah, stimmt, du meinst, da ist ja keiner mehr da. Ja, jetzt können wir rein, weil morgen werden wir hier nicht rein dürfen. Das ist hier der Mitarbeiterbereich, wo kein Kunde reinkommt. Oh, du bist aber ein guter Chef hier. Wir haben die Kunden, wir haben die Mitarbeiter in ihrem Bereich. Das ist hier der Mitarbeiterraum, sage ich jetzt mal. Ja, hier Eiche massiv hier. Das ist kein Fahrzeug, hier spielt das Gewicht keine Rolle mehr. Hier, die Mikro, hier, die haben sogar Sprudel. Ist das so, die Zahlen für den Sprudel? Nein, also das, um Gottes Willen, also die Mitarbeiter haben hier Küche drin, sie haben einen eigenen Bereich. Ja gut, wenn du Fahrzeuge baust, die Schwabenland heißen, jetzt, ja. Jetzt wärst du gleich, Schwabenmobil. Schwabenmobil. Jetzt wärst du gleich lachen, unsere Mitarbeiter werden sogar gestreichelt. Also wenn ich das sage, ist das so? Auf dem Klo oder wie? Die Mitarbeiter haben hier im Monat 2x1/2 Stunde Massage, das heißt ein Physiotherapeut kommt und die Mitarbeiter werden hier 2x im Monat massiert. Man trägt sich ein. Und nach Corona wird das wieder aktiv. Ich trage mich auch ein, kannst du sehen, da stehe ich auch drauf. Das heißt, damit man gesund bleibt, damit man zufrieden ist, weil nur zufriedene Mitarbeiter sind auch gute Mitarbeiter. Boah, das hast du bestimmt noch hier reingestellt, damit du HR-Videos jetzt machen kannst. Personalbesorgung. Nee, ist wirklich so, nein, da kommt einer? So, das ist so, es kommt ein Physiotherapeut aus Öhringen. Und 2x die Woche und dann tragen sich die Mitarbeiter ein und dann wird jeder immer 1/2 Stunde massiert. Ist das so eine Sache, wo kaum jemand mitmacht oder wird das gerne in Anspruch genommen? Also jeder macht damit. Also jeder macht damit. Es ist klar, das ist gesund, das ist für die Wirbelsäule. Wir arbeiten hier auch körperlich. Das heißt, die Mitarbeiter fühlen sich wohl. Was heißt du bist so ein kleines bisschen so ein Fußballverein, der sich um die Spieler kümmert? Man muss sich um die Mitarbeiter kümmern, weil das Kapital des Unternehmens sind zufriedene Mitarbeiter. Ist so, weil klar, ihr habt nicht so viele, es sind alle Spezialisten auf ihrem Gebiet. Also wir haben 27, 28 Mitarbeiter und ein paar Aushilfen, die fahren. Und teilweise 15 Jahre dabei, 10 Jahre dabei. Wir haben eine gesunde Mischung aus Mitarbeitern zwischen 50 und 60, zähle ich auch dazu, aber auch sehr viele Junge. Das heißt, wir haben eine Mischung aus jüngeren und erfahrenen Mitarbeitern. Und die Mischung macht's, muss man sagen. Ja, und du bist ja auch fleißig. Tochter jetzt schon im Unternehmen, ist schon volljährig. Die ist, wie gesagt, im November 18 geworden, sage ich mal, und macht gerade ihre Ausbildung. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Das muss ich selbst entscheiden. Du, mir wird langsam hier meine Dann würde ich sagen, dein Lea, Sohn wartet. Nee,
Nein, ich habe das noch nie geschafft, dass mir eine Mikrofonbatterie leer wird. Ja. Eine Mikrofonbatterie. Die hält noch mal den ganzen Tag, aber ich habe keine neue mehr reingemacht, weil ich mir dachte, komm, der Dreh dauert vielleicht eine halbe Stunde. Jetzt sind wir schon bei 1,13, aber... Das ist ein gutes Zeichen. Du hast so viele tolle Facetten. Mach noch mal kurz auf, bitte. Gerne. Wir sind tatsächlich in Baden-Württemberg. Ja. Schwaben, nochmal Schwaben, wie heißt es nochmal? Also wir haben zwei Marken, HRZ für Mercedes-Benz und Schwabenmobil. Schwabenmobil? Schwabenmobil. Warum Schwabenmobil? Wir sind doch hier in Baden-Württemberg. Trotzdem, Schwabenmobil ist hier eine alteingesessene Firma gewesen und die ist bundesweit bekannt. Sehr schön. Wir benutzen beide Marken für zwei Basisfahrzeuge. Ich kannte sie nicht, jetzt kenne ich sie. Alles heute gesehen und morgen geht's weiter. Jetzt werde ich mich gleich erstmal um ganz viele Kommentare kümmern. Leute schreiben mir immer schön, film mal das, mach mal das und so weiter. Heute sind wir, der Ort, wo wir sind, wie heißt der? Bretzfeld bei Heilbronn. Bretzfeld bei Heilbronn, die Postleitzahl? 74626. Im normalen Leben kann ich hier einfach mal reinkommen? Habt ihr so quasi einen Laden offen, dass ich mal gucken kann? Der Verkaufsraum ist hier vorne. Bitte in Corona-Zeiten nur mit Termin. Wir sind aktuell gesetzlich verpflichtet, bis zum 7. März geschlossen zu bleiben, der Verkaufsraum. Aktuell ist nur Kundenreparatur möglich. Das kennt aber jeder, das hat momentan auch jedes Autohaus. Aber jetzt am besten, bevor ich die lange Reise mache, auch nach dieser Zeit, am besten vorher anrufen, Termin vereinbaren, mal kurz Bescheid sagen, damit ihr auch Zeit habt. Bitte ja, wir möchten uns auch Zeit nehmen für die Beratung. Anrufen oder www.hrz-reisemobile.de, kurz eine E-Mail schicken und dann Termin vereinbaren. So, da ist sie jetzt. Ich hätte dir die ganze Zeit weggenommen, ja. Ich meine, du wärst auch gerne mitgegangen, gar keine Frage. Aber das ist, also dein Mann ist ja schon ein Tausendsasser, ja. Habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Also ich war noch im Studium, war Studentin. Wir haben uns in München kennengelernt, also eigentlich per Zufall. Was hast du studiert? Ich habe internationale BWL und interkulturelle Studien studiert. Boah, das klingt ja richtig aufregend. Ja. Eine Liebe quasi in der Uni. Also nicht ganz, er war schon vorher fertig, ja, also wir haben es aber, wie gesagt, das hat sich so ergeben, ja, soll ich jetzt... Hast du das gewusst? Ja, ich wurde auch in München geboren, also... Achso, sie wurde auch in München geboren, sehr schön. So, ich bin morgen nochmal da, ihr habt echt einen prima Laden, am geilsten finde ich halt diese Massagenummer. Ja, ich finde, es ist ganz angenehm für die Mitarbeiter. Ja, ja, und du wirst auch ab und zu mal massiert? Du genießt es, ja. So. Komm, ich muss echt zurück zu meinem Sohn. Aber ich könnte noch stundenlang filmen. Ich liebe deine Dekore, die werden wir zeigen. Komm mal mit. Das sind die Außenfarben, Innenfarben, Linoleum. Das heißt, ganz oft ist ja so die Qual der Wahl. Je mehr Farben du anbietest, ich weiß es bei Morello, da gibt es gar nicht so viele Farben. Da hast du gar nicht so viel. Du hast zum Beispiel nur 3 oder 4 Böden, die du auswählen kannst. Genau. Es gibt 2 oder 3 Innendekore, das war's. Ja. Aber bei euch? Bei uns ist es anders. Wir bieten eine sehr große Auswahl an Designs und Farben. Und so hat der Kunde eine volle Gestaltungsfreiheit sozusagen. Und jedes Fahrzeug ist ein Unikat. Wie Sie sehen, also hat man hier zum Beispiel auf der rechten Seite die ganzen Holzarten, auf der linken Seite sieht man die Uni-Dekore, da hinten in der Ecke sind verschiedenste Möglichkeiten für die Arbeitsflächen in der Küche und am Tisch. Mhm. Dann gibt es natürlich mehrere Kollektionen für die Bodenbelege und zwar hier auf dem Tisch liegt gerade Vinyl- bzw. PVC-Kollektion für jemanden, der zum Beispiel Holzoptik im Bodenbereich wünscht. Was die Kunden aber eher bestellen, ist das Linoleum, genau. Es riecht so nach Schule. Ja gut, ist ja für frequentierte Bereiche gedacht im Prinzip, aber auch für Reisemobile bestens geeignet, weil das ein sehr pflegeleichter Bodenbelag ist. Vor allem ist es Naturprodukt, besteht zu ca. 40% aus Leinöl. Das heißt, wirkt auch zusätzlich antibakteriell, hat sehr, sehr robuste, pflegeleichte Oberfläche. Wie gesagt, und auch mehrere Farben, aber keine Holzoptik. Das heißt, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich hab eine gute Nachricht für dich. Mein Mikroakku blinkt jetzt. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Minute. Ich komme morgen zu dir und dann machen wir noch mal ein Video darüber, wie entscheide ich mich, wie bringe ich Frauen eine Entscheidung bei, die sich nicht entscheiden können. Da hast du wahrscheinlich ein paar Tricks drauf. Manchmal hilft es einfach, mal den Mund zu halten, oder?
Das heißt, die Leute mal so, oder wenn die sich fetzen und kloppen, was machst du dann? Das ist so, im Prinzip hat jeder Kunde eine bestimmte Vision. Ja? Ich bin nur da für eine Unterstützung, falls man sie benötigt. Aber sonst kommt es natürlich auch mal vor, dass man sich streitet. Aber die meisten sind sehr, sehr harmonisch und suchen eigentlich alles relativ schnell aus. So. Ja, prima. Ganze Family hier. So, jetzt muss ich Schluss machen. Es blinkt. Es blinkt wirklich. Du kannst gucken. So, und ja, bis morgen, heute 24., 25. und 26. Februar sind wir in Baden-Württemberg. Drehen in, nochmal der Name hiervon? Bretzfeld. Ich kann mir eh nichts merken. Also der Running Gag. Wie die Brezel und das Feld. Wie die Brezel und das Feld. So, tschüss euch alle. Ciao. Tschüss, bis morgen.